Lieber Herr Kardinal, ich weiß, dass Sie eigentlich Dominikanermönch sind, jetzt sind Sie aber schon seit einigen Jahren Bischof und eigentlich ist das ja eine ziemlich andere Berufung, Bischof zu sein und nicht mehr Mönch. Wie gehen Sie damit um und ja, wie ist das so in dieser Berufung als Bischof? Salve Martin. Merci für deine Frage, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, ich sollte jetzt eher auf Hochdeutsch antworten. Lieber Martin, die Frage bewegt mich selber natürlich sehr, denn ich bin nicht Dominikaner geworden, um Bischof zu werden. Ich habe mir nie in meinem Leben vorstellen können, dass das einmal mein Weg wird. Ich bin 30 Jahre im Dominikanerorden gewesen. Immer in einer Klostergemeinschaft mit Mitbrüdern zusammen mit dem regelmäßigen Gebet, mit dem regelmäßigen Leben des Klosters. Und ich habe das Kloster sehr geliebt. Darum bin ich ja auch Dominikaner geworden, weil mich das Klosterleben angezogen hat. Aber als Papst Johannes Paul II., der Selige, mich zum Bischof von Wien ernannt hat, ja, da war meine erste Reaktion natürlich ein großer Schreck. Ich gestehe, ich sage so Schweizerdeutsch, ich habe brüllert. Also ich habe geheult vor Schreck, wie man mir das gesagt hat, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Und die erste Zeit war auch eine riesige Umstellung, plötzlich nicht mehr in der Gemeinschaft, nicht mehr unter den Mitbrüdern zu leben, mit dem regelmäßigen klösterlichen Lebensrhythmus. Aber ich glaube, ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass Gott für jede neue Aufgabe auch neue Kräfte gibt. Und ich erfahre das schon so, dass er mir für diese neue Aufgabe auch, ich glaube, auch neue Gaben gegeben hat. Heute sehne ich mich oft nach meinem Kloster zurück. Ich mache das nicht romantisch, denn ich weiß auch, das Klosterleben ist nicht immer einfach. Aber gelegentlich darf ich doch zurückgehen in mein Kloster. Ich habe immer noch meine Zelle im Kloster, wo ich mich manchmal zurückziehen kann. Dann kann ich meine Kutte anziehen, am Leben der Mitbrüder teilnehmen, am Klosterleben. Dann bin ich sehr, sehr glücklich. Aber dann weiß ich, ich gehe wieder zurück in meinen Dienst als Bischof, der schon auch sehr, sehr erfüllend ist. Auch wenn es nicht das ist, was ich mir einmal vorgestellt habe, als ich vor fast 50 Jahren, 49 Jahren Dominikaner geworden bin.